Hallo und herzlich willkommen bei Space Haven Alpha 18, der 27. Folge. Und mir wird angezeigt, Bestand an wichtigen Ressourcen niedrig, weil ich vergessen habe, beim Wasserveredler zu sagen, falls wir weniger als 16 Wasser haben, stell mal Wasser her, bitte. Und das wird jetzt gemacht. Dann haben wir auch wieder Wasser. Und hier hinten haben wir einen Mikroweber gebaut. Das heißt, da können wir einfach fortgesetzt Gewebe erstellen. Gewebe können wir auch benutzen und verkaufen und so weiter und so fort. Und hier können wir herstellen. Wir können noch nicht herstellen. Wir müssen erstmal kugelsichere Weste nach oben schieben. Und dafür muss, für kugelsichere Weste muss auch erstmal... wo haben wir sie denn? Da muss erstmal hier noch Gewebe experimentiert werden, bevor die Forschung weitergehen kann. Aber Gewebe werden wir jetzt herstellen, weil wir Fasern haben. Ja, und viel zu viel Biomasse, wie ich gerade wieder sehe. Gut. Wir sind hier noch das letzte Stück Raumschiff auseinander am Bauen. Wir können mal ein bisschen schneller machen, dann wird auch Wasser hergestellt. Und dann können wir hier uns im neuen Sektor nochmal ein bisschen umsehen. Was heißt im neuen Sektor? Das ist schon wieder fast ein alter Hut, dieser Sektor, weil wir in einem Subsektor gelandet sind. Und ja, müssen mal gucken, was wir da noch abgrasen können. Da waren noch ein paar Sachen mit, genau, hier unten. Nee, das war, hier unten war Kohlenstoff, war das nicht Chemierohstoff da oben, genau. Und da ist Energium und hier wissen wir noch nicht. Das heißt, wir machen erstmal da und da und dann gucken wir auch nochmal, was hier so ist. Wahrscheinlich gucken wir erstmal, was da so ist und dann machen wir da und da. Und dann wechseln wir schon wieder den Sektor und zwar wahrscheinlich nach hier. Ja, aber jetzt erstmal hier dieses Schiff fertig machen. Und wenn das fertig ist, wir sind, was Nahrung angeht, stehen wir immer noch extrem gut da. Das freut mich ausgesprochen sehr. Und ja, okay, wir schwimmen langsam in Biomasse. Noch ist das alles nicht so kritisch. Aber irgendwann müssen wir auch mal über Dumpen nachdenken, schätze ich. Genau, hier dieses Lager hätte ich da irgendwann gerne mal weg. Wie viele Höhlenblöcke haben wir mittlerweile? 16. Und ich habe eben schon wieder welche, oder was heißt eben, letzte Folge welche verkauft. Für mich ist das eben... Und ja, hier wird Wasser hergestellt, da steht der Mikroweber. Wir hätten hier auch noch Platz für anderen Spökes. Und in der Mitte dasselbe. Das ist jetzt vielleicht keine super geile Aufteilung, wie mir gerade auffällt. Weil hier passt eigentlich nichts mehr hin, außer vielleicht hier noch ein Schildgenerator mitten im Saal. Und da könnte, ja, das könnten wir eigentlich mal machen. Wir bewegen mal die Roboterwerkbank hier so hin. Da müssen wir nicht so oft dran. Und dann sagen wir, da soll alles Mögliche auseinandergebaut werden. Genau. Wir sind jetzt durch mit dem Raumschiff. Sehr gut. Hier die Roboterwerkbank. Da machen wir alle Einstellungen, alles auseinandernehmen. Sehr gut. Und hüpfen. Jawohl. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Gibt es in diesem System böse Buben? Hier gibt es nur Wasser und keine Schilde. Ja, Kohlenstoff brauchen wir nicht zwangsläufig. Was sagt unsere Chemierohstoffe noch? 5. Energium noch 12, das heißt erstmal Energie, erstmal Chemierohstoffe einsammeln. Mal gucken, welche Gefahren uns hier erwarten. Zur allgemeinen Überraschung, okay, wir sammeln hier jetzt einfach mal alles ein. Zur allgemeinen Überraschung nix. Gut, dann können wir hier auch mal tatsächlich, ich mach mal auf 3. Genau, hier wird was abgebaut und hier in die Mitte könnten wir tatsächlich noch so ein Schild setzen oder... Ja, okay, wir haben hier eine Punktverteidigung. Wir könnten noch ein kleines Schild hier hinsetzen. Ja, 26 Systempunkte verfügbar. Das ist ganz gut. Oder Meteoriteneinschlag bevorstehend. Ja, kein Problem, wir haben Schilde. Das heißt, da geht das. Der Hersteller kann in die Ecke geschnöpelt werden. Oder, was wir mal machen können, wäre, den bewegen wir und setzen den hier so mitten in den Saal rein. Oder hier so mitten in den Saal. Vor den Mikroweber. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, dann könnten wir dahinter ein Schild setzen. Dann haben wir hier diese Ecke ein bisschen freigeräumt. Und in diese Ecke könnte dann irgendwas anderes... Vielleicht noch einen Komposter, vielleicht,
ich weiß nicht, was da noch hin könnte. Werde ich mir was Schönes überlegen. Die Werkzeugbank vielleicht. Da vorne ist er eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Oder hier hinten. Oder Roboter. Wir werden es erfahren. Wie sieht es hier mit den Ärzten aus? Okay, ich kann schneller machen. Unsere Schilde halten. Wir sind bei 10 Energiezellen. Ja, das ist schön. Unsere Chemierohstoffe sind aufgefüllt. Wir können jetzt Dinge tun. Und eintreffendes Schiff. Militärallianz. Wundervoll. Mir fällt auch gerade ein, wir können jetzt mal, da wir Gewebe haben, da wir Gewebe herstellen, Sanitätsartikel in Auftrag geben. Kugelsichere Wässer ist erforscht. Sehr schön. Falls wir weniger als 6 Sanitätsartikel haben. Stelle Sanitätsartikel her. Ja. Okay. Und Infusionslösung. Infusionslösung, falls wir weniger als 6 Infusionslösungen haben, stelle Infusionslösung her. Genau. Dieses Lager hier, dem muss ich noch Regeln geben, alles auswählen, alles raus. Und in das Lager kommt Eis. Und in das Lager kommen Fasern. Und was kommt noch in das Lager? Ansonsten eigentlich nichts. Ja. Ansonsten eigentlich... Oh, wir könnten in das Lager auch sagen, da kommt Hypertreibstoff rein. Weil das ist am nächsten am Maschinenraum. Und hier, ja, hier haben wir Gewebe. Wir können jetzt, wenn sich mal jemand hier um Verrichtungen bauen, Max und Moritz, mal darum kümmern würde, dann könnten wir hier den Hersteller verschieben. Zuweisen Max und Moritz und zuweisen Entschuldigung Garibaldi und zuweisen wer fliegt denn hier noch so rum? Niemand sonst, hä? Ach, es liegen so viele im... Ja, okay. Es sind so viele auf der Krankenstation. So. Und jetzt muss das Ding nur noch gebaut werden. Und da machen wir einfach mal... Tut mir leid, du bist jetzt da gerade beschäftigt, aber ich will auf jeden Fall kugelsichere Westen herstellen. Und dieses Abwehrfeuer gilt einfach nur Asteroiden. Ja, sehr gut. Gut. So, dann haben wir den hier hergestellt. Herstellen. Ich möchte gerne... okay. 8 kugelsichere Westen haben. Jawohl. Gut. Jetzt haben wir hier Stahlplatte, Elektronikteile. Aha. Okay. Wir haben hier einen schönen freien Bereich. Da könnten wir jetzt sagen, da kommt der Hersteller hin. Und wir könnten theoretisch, nee, ich glaube, hier können wir, da ist, davor muss frei bleiben. Da ist irgendwie, da muss man an den Computerkern oder sowas. Den könnten wir aber auch irgendwann mal verschieben. Aber hier könnte jetzt was Neues hin oder ich könnte hier 2 Komposter hinmachen nebeneinander. Irgendwie sowas. Ah, ich könnte hier einen Komposter hinsetzen. Anstatt ein Schild. Das würde natürlich auch noch gehen. Ein Komposter. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten hier vorne wäre schön, wenn wir da auch nochmal so ein bisschen ummodeln. Das hier mit dem Schild gefällt mir schon ganz gut. Das hier ist so ein bisschen sehr ineinander geschnöpelt. Hier könnte gut eine Wand hin. Dann müsste der Komposter irgendwo anders hin. Aber ich denke mal, wir sollten dann langsam mal uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir in diese Richtung hier uns ausweiten. Dann machen wir das nämlich mal. Wir erweitern unseren Rumpf relativ weit hierhin und wie viele? 19 Rumpfteile haben wir, meine Fresse. Ja, dann machen wir doch mal hier nochmal ein bisschen weiter, dann können wir hier langsam aber sicher mal zu Potte kommen. So, hier wird noch, wir haben hier noch Erze und hier sind die Erzverarbeiter sind längst noch nicht voll und Schiff, haben wir mit dem schon gehandelt. Missionen haben die nicht. Nehmt ihr Biomasse? Nein, leider nicht. Kann das sein, was wir mit euch gehandelt haben? Ja, die haben... Nee.
Ich glaube, den habe ich schon mal Biomasse verkauft, weil die haben 5. Hätte ich jetzt einfach gesagt. Jetzt einfach mal vermutet. Kugelsichere Westen, meine Fresse, nehmen die das. Kugelsichere Westen wäre eine Handelsware. Und wir haben Gewebe. Oh, und Gewebe lässt sich gar nicht so doll mehr verkaufen, tatsächlich. Aber wir haben 12 Gewebe. Davon können wir ein bisschen was verticken. 5, um genau zu sein. Viel ist das nicht, aber immerhin. Und im Sonderangebot habt ihr nichts. Was haben wir an Geld? Ja, wir machen das nur des Geldes wegen. Einfach um Devisen anzuhäufen, um hier effizient irgendwann nochmal handeln zu können. Das mit dem Handeln ist mal, ich fühle mich ein wenig mehr beschränkter jetzt beim Handeln, obwohl ich es cool finde, wie das Handelssystem überarbeitet wurde. So, wir sind mit allem fertig. Außer mit dem Handel. Doch, da ist der Handel abgeschlossen. Super, wir starten die Motoren und springen weiter. Die Nasen haben auch keine Mission für uns. Das heißt, nächster Sektor, wo wir noch Energium abzubauen haben. Und. Oh. Hallo? Jetzt. Springen! Was wollt ihr? Irgendetwas delivern? Da haben wir kein Zeug für. Wir könnten hier unten das Wrack noch mitnehmen, aber wie sieht's aus mit unserem Schrott, genau, Schrott. Wir haben noch ein bisschen was an Höhlenschrott, der abgearbeitet werden muss. Ich fliege erstmal hier zum Energium und dann, ach, das ist ja simpel fast schon. 4, dann nehmen wir das auch mal mit. Und wir könnten einen Höhlenstabilisator hier hinten hinterknallen. Ja, das könnten wir. Oder hier hin, dann könnte man nur da vorbeigehen. Ah, nee, ich glaube, ich mache mal hier hinten diesen Höhlenstabilisator. Den hier, den bewegen wir jetzt mal. Ach nee, ist da was? Wir haben hier diesen Stromspeicherkern, Mikrometeoriteneinschlag bevorstehend. Okay. Ja, dieser Stromspeicherkern, den bewegen wir mal hier zwischen, damit er speichert. Und diesen Höhlenstabilisator, den setzen wir hier hin. Dann haben wir in diesem Raum hier sehr, sehr viele Geräte, die von allen Sachen abgeschottet sind. Und hier unten ist jede Menge Platz. Und dann können wir uns überlegen, was wir hier hin machen und auch schauen, wo wir die Wand hier lang ziehen. Wahrscheinlich müssen wir diese Tür hier versetzen, sehe ich gerade. Ich mache mal auf langsamer. Irgendwie geht mir dieses ständige Biss, Biss auf den Sack. So, wir machen mal die Heizung hier hin, weil wir die Tür wahrscheinlich einen versetzen müssen. Und vielleicht müssen wir den Computer auch noch versetzen, irgendwo anders hin. Der steht uns vielleicht ein bisschen im Weg. Hier unten hätten wir auch noch 3 Platz eigentlich, ne? Wenn ich jetzt sage, hier bewegen, den könnten wir eigentlich zwischen die Antriebe knallen. Ja, mega. Ah, aber nee, das machen wir nicht, weil wir sind jetzt gerade schon fertig mit allem. Wir können die Antriebe zünden und sagen, wir fliegen jetzt weiter. Oh, und da wurde schon unsere Hülle erweitert. Da können wir auch mal direkt Wände einziehen, weil das ist blöd in diesem Zustand. Wir machen hier ein kleines Hüllenfenster hin und setzen hier nochmal eine Wand hin. Dann kann man da mal so ein bisschen reingucken. Das finde ich ganz nett und schnuckelig, aber eine Tür kommt da nicht hin. Und genau, da haben wir auch was. Okay, springen wir weiter. Und wo führt uns die Reise hin? Ja, okay, hier unten will ich nicht hin, da haben wir keine Schilde. Brauchen wir Kohlenstoff? Wir bräuchten Kohlenstoff. Und da wäre auch noch ein Schiff. Wasser 47 brauchen wir jetzt akut keins. Mit den Androiden haben wir noch nicht gehandelt, glaube ich. Subspace Message. Slaver's Guild Base. Ja, nee. Ist ein bisschen früh dafür. Und wir gucken mal, was hier unten ist. Da haben wir einen Cult from New Haven. Haben wir mit euch schon irgendwas gemacht? Feindbots nähern sich. Okay. Dann würde ich mal sagen, habt ihr eine Mission? Ihr habt keine Mission. Können wir mit euch Handel treiben? Wir können mit euch Handel treiben. Wollt ihr mehr als. Ach, ihr wollt leider nicht mehr Biomasse kaufen.
Möchte ich euch Gewebe verkaufen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall will ich euch drei Weichblöcke, Blöcke, drei Weichblöcke verkaufen und ich will euch alles, was ich an Gewebe kann, verkaufen. Okay. Wasser habt ihr günstig, Wurzelgemüse ebenso. Monsterfleisch, Fasern will ich nicht kaufen. Düdüdüdü. Was will ich denn vielleicht von euch haben? Nix, was ihr im Angebot habt. Eine Laserpistole. Nö. Komm, wir machen hier einfach mal Handel. Ich vertick euch mehr Gewebe. Anscheinend kommt mehr Gewebe aus dem Mikroweber raus, so wie das aussieht. So. Das hätten wir einmal. Dann, ganz wichtig, Inventar. Ihr Schutz. Kugelsichere Weste. Guki. Kugelsichere Weste. Garibaldi hat kein. St Warum hat Garibaldi. Ah, Garibaldi. Garibaldi hat kein Sturmgewehr. Das ist schlecht. Wir müssen vielleicht mal. Wir stellen mal zwei Sturmgewehre her. Londo. Kugelsichere Weste. Perry Roden. Au, der hat auch kein Sturmgewehr. Das ist schlecht. Kugelsichere Weste, Flo, kugelsichere Weste, Frau Höhne, kugelsichere Weste. Ja, Londo, Couch, Flo und Frau Höhne sind jetzt eigentlich die einzigen, denen machen wir mal der Direktbefehl und dann machen wir jetzt mal die Außenmission und das ist auch ein. Das ist auch ein. Ein Raumschiff der Roboter. So. Alle eingestiegen? Nein, noch nicht. So. Und dann steigen wir hier, nähern wir uns hier diesem Schiff und gucken mal, wen wir da alles auseinandergeflügelt bekommen. Sehr schön. Und da haben wir direkt Roboter. So, einmal hier so hin. Und dann, damit mir das nicht wieder passiert, wenn wir auf einem Haufen stehen und die Health Bars nicht sehe. Okay, den haben wir erwischt. Sehr gut. Jetzt nähern wir uns. Was ist da? Da hinten ist ein neues Crewmitglied. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann ist es jetzt an der Zeit, euch in den Kommentaren zu melden, wenn ihr Teil der Crew werden wollt. Hupsi. So, da ist ein Laufroboter. Wir bewegen uns mal nach hier und schießen auf den. Na. Sehr gut. Und jetzt auf die da schießen, bitte. Sehr gut. Londo geht es mal wieder. Nicht so gut. Der war der am wenigsten ausgeschlafenste, ne? Der am wenigsten ausgesch. War das richtiges Deutsch? Fragen über Fragen. Feindbots entdeckt. Na super. Aber unser System, genau. In unserem System, aber unsere Abwehr, unsere Kanonen werden das hoffentlich meistern. So, da haben wir einen Datenlog eingesammelt. Hier ist nischt. Dann gehen wir mal hier rüber, müssen da noch erkunden und da haben wir Gwen. Na, das ist ja eine super Sache. Meine Liste mit Namen ist relativ kurz. Das heißt, Feindbot-Speer hat ein Signal gesendet. Okay, wir haben aber immer noch volle Schilde. Das ist ganz schön. Ich glaube, die anderen werden eher angegriffen. Hier, okay, alle abwählen, bis auf dich. Du gehst mal hierhin und befreist Gwen, während ich den anderen allen sage, alles, was hier drauf ist, nehmen, alles andere auseinanderbauen. Und dann haben wir ein neues Crewmitglied. Großartig. Hoffentlich jemand, der sich dem zweiten Away-Team anschließen kann, sodass wir tatsächlich mal ein zweites vollständiges Away-Team hätten. Das wäre ganz zauberhaft. Dann gucken wir mal. Wo bin ich? Ich habe das Gefühl, eine Ewigkeit in Kryostase verbracht zu haben. Hier will ich nicht bleiben. Kann ich mich euch anschließen? Köchin und Quasselstrippe. Ja, jemand wie dich können wir gebrauchen. Was? Rohstoffabbau, Bau und Fertigung, Botanik, Waffen. Jo. Wahrnehmung 2. Ist jetzt nicht die beste zum Schießen, aber ja, jemanden wie dich können wir gebrauchen und du kommst direkt, also du wirst jetzt erstmal umbenannt.
Wo ist sie denn? Gwen. Da ist Gwen. Gwen kriegt Sturmgewehr, kriegt eine kugelsichere Weste. Gwen, Sonneneruption. Oha. Okay. Gwen ist Team 2 und ich habe leider keinen, ich habe keinen weiblichen Namen mehr auf meiner Liste, was jetzt nicht schlimm ist. Aber alle, die sonst auf der Liste stehen, haben sich schon den zweiten Namen ausgesucht. Und ich komme dazu, wenn ich dann einen Mann finde, aber wer sich zum ersten Mal gemeldet hat, da hätte ich dann das jetzt. Aber meine Liste ist kurz, deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr auch zur Crew gehören wollt. Gwen nenne ich jetzt nach meiner Lieblingsmathematikerin, Emmy Noether. Die hat nicht nur das großartige Noether-Theorem verfasst, sondern ist auch die grundlegenden Sätze der Physik geprägt, indem sie Symmetrien in Verbindung gebracht hat mit Erhaltungsgrößen. Wer da mehr drüber wissen will, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Das kann ich ja irgendwann mal erklären, was Emmy Noether gemacht hat mit ihrem. Aber das ist, es macht in der theoretischen Physik so viele coole Sachen. Das ist, ja. Wer es noch nicht weiß, ich habe Physik studiert. So, okay, wir haben Emmy Noether. Wo ist sie? Emmy Noether, genau. Emmy Noether ist Team 2. Die muss ich noch bewaffnen. Wir müssen noch Waffen herstellen. Wir müssen mehr als... wir machen mal noch 2 Sturmgewehre, weil wir haben so viele Leute, die viele Waffen tragen können. Unseren Schilden geht es noch gut. Unsere Punktverteidigung punktet. Punktverteidigt. Sehr gut. Es kommt Nachschub an Feindbots. Da bin ich jetzt mal gespannt. Feindbots entdeckt. Da, direkt. Okay, und da kommt auch ein Feindbot, der Dinge absetzt. Das ist schlecht. So, Londo Mulari. Arbeitet und ist ohnmächtig. Okay, er wird gerade weggetragen. Das ist gut. Guki. Ihr habt alle... Okay, du hast eine Waffe. Couch-Veteran hat hoffentlich eine Waffe. Flo und Frau Höhne hatten auch Waffen. Direktbefehl hierhin. Und zum ersten Mal kommt unser Team 9 zum Einsatz. Oh, und Bossmann ist unterwegs. Ja, blöd. Team 9 sammelt sich mal hier vor der Tür und dann wird eine von den Waffen aktiviert. Und wenn jetzt hier, also von den Geschützen, die wir hier vorne in unserem Verteidigungsbereich stehen haben, wenn jetzt hier gleich Sachen abgesetzt werden. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wir gehen hier mal rein und ja, da werden tatsächlich Sachen abgesetzt. Cookie setzt sich mal hin und Demon wird jetzt gleich, ja, und das Abwehrgeschütz schießt. Sehr gut. Großartig. Großartig. Haha, und es wird, und der Roboter greift das Abwehrgeschütz an. Und das hat der Roboter nicht erlebt. Überlebt, meine ich. Und da ist das Abwehrgeschütz kaputt. Hm. Ja, Mensch. Okay. Das waren alle. Sehr gut. Dann machen wir mal so. Und geben mal direkt. Das hat sich gelohnt. Abwehrkanone machen wir mal 1, 2. Und eine Fernsteuerung. Wir müssen viele Waffen herstellen. Ja, aber das konnten wir zurückschlagen. Das ist sehr schön. Diese Deckungsdinger können wir direkt wieder aufbauen. Ja, das hat gut funktioniert. Schön. Und jetzt ist nur Sonneneruption bevorstehend. Wir haben noch Schilde, die werden wieder aufgeladen. Wir sollten vor der Sonneneruption geschützt sein. Mir gefällt es nicht, dass ich im Konjunktiv spreche. Eine unserer Höhlenstabilisatoren ist weg, deswegen haben wir im Moment weniger Hitpoints. Ist auch nicht so schön. Wir sind hier in einem System, wo jetzt außer der Sonneneruption keine großen Gefahren sind. Das heißt, wir können den Computer bewegen. Das machen wir jetzt mal. Und dann bewegen wir das hier vor die Tür. Dieses hier, diese Wand hier einmal demontieren, dann setzen wir die Tür einen nach da und machen da auch eine Wand hin und dann haben wir ja plötzlich auch nochmal Platz gewonnen. Das hier wird bewegt nach da.
Ja, dann können wir jetzt, euch habe ich schon alles Mögliche verkauft, was ich euch verkaufen wollte. Wir bauen gerade noch Rohstoffe ab und nehmen hier dieses Schiff auseinander. Jetzt ist im Prinzip nur kurz warten auf die Sonneneruption, könnte man sagen. Oh Mann, dieser Angriff kam auch gerade, als hier noch nicht alles fertig gebaut ist. Also, puh, ist knappe Angelegenheit gewesen. Alter Schwede. Haben wir jetzt eigentlich einen zweiten Logistikroboter? Ja, haben wir. Das ist gut. Logistisch sind wir nicht so häufig überfordert. Wo ich es gerade sage, ne? Auch wir sind logistisch gerade wieder überfordert. Also uns könnte gut nochmal ein Logistikroboter zu Gesicht stehen. So, das war die Sonneneruption. Sie hat uns einiges an Schilden abgezogen und es brennt. Perry Roden, Direktbefehl, einmal hier Raumanzug anziehen. Jawohl, und direkt mal Feuer löschen. Da hingehen und einmal Feuer löschen. Jawohl, du schaffst das. Sehr gut. Da wird direkt Feuer gelöscht. Die Leute haben Raumanzüge an und dann funktioniert das. Und ich würde gerne hier diesen Bereich demnächst auch nochmal abtrennen. Jetzt ist hier überall Rauch und wahrscheinlich auch Hitze, richtig? Ja, dieser Bereich hier ist sehr rauchig und nee, gefährliche Gase, Wasserdampf. Gefährliche Gase gar nicht so. Okay. Gut, aber warm. Naja. Das wird sich geben. Gut, Sonneneruption haben wir auch. Kann ich schlafen? Problem mit Umgebung. Das wird sich auch gleich erledigen. Da kühlt es auch schon alles ab. Und unser lieber Handelspartner hat das System verlassen. Sehr schön. Wir bauen Bewaffnung. Wir haben wenig Stahlplatten. Wir haben keine Metalle mehr. Oh, wir haben gar keine Metalle mehr. Das hätten wir vielleicht noch erhandeln sollen bei den Nasen, die da gerade noch unterwegs waren. So, wie sieht das hier aus? Bauen, da würde ich gerne mal jemanden zuweisen, dass der Computer nicht verschwindet, aber dass das hier mal hohe Baupriorität, genau. Am Reservestrom. Jetzt haben wir hier vorne, genau, jetzt müssen wir hier einmal, ich weiß nicht, warum ich immer Pause mache, das ist so eine blöde Angewohnheit. Wir bewegen die Tür einmal nach hier und setzen da eine neue Wand ein. Und dann haben wir hier plötzlich mehr Platz gewonnen. Und dann können wir uns überlegen, was wir hier hinstellen. Wahrscheinlich dieses Teil. Und dann könnten wir hier theoretisch eine Wand hinziehen, wenn wir das hier noch ein bisschen bewegen würden. Ja, weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen, aber dann haben wir hier auch Zwischenräume, wo wir so ein bisschen bessere Kontrolle über Temperatur und Rauchgas und all so eine Scherze haben. Also, ja. Wir waren eben schon wieder am Reservestrom. Es wäre schön, wenn wir vielleicht einen zweiten X3 bauen würden und den X1 endlich loswerden, könnte man sagen. So, hier haben wir, da muss nochmal eine Wand hin. Da muss auch nochmal Wand hin. Hier muss Wand bis zum Ende. Und hier vorne können wir vielleicht noch mehr Kapseln hinsetzen. Oder ein drittes Shuttle. Irgendwie was in der Richtung. Weiß noch nicht, was ich mit diesen Sachen alles machen will. Jetzt müssen wir nur noch hier das Schiff auseinandernehmen. Da ist auch schon super viel erledigt. Wir haben auch schon wieder sehr viele Schrottressourcen. Das läuft ja. Ja. Und hier wird fein Erz verarbeitet und da kommen auch ein paar Ressourcen raus. So ein bisschen Metall und sowas purzelt da ab und zu mal bei rum. So gut, hier unten kommt jetzt das letzte bisschen Wand hin. Und nein. So. Das letzte bisschen Wand. Hier ist es dann ziemlich duster. Und hier ist jetzt der Bereich neu, der zu unserem Docking-Bereich wird, den wir verteidigen. Da muss irgendwann auch mal eine neue Kanone platziert werden. Das machen wir jetzt aber alles nicht jetzt. Hier ist freigeräumt. Das Schiff müsste gleich durch sein. Ich möchte jetzt eigentlich weiterspringen. Ja, ich glaube, wir sind gleich durch mit dem Schiff. Der Computer ist bewegt. Das heißt, wir haben hier wieder frei. Hier hinten ist schön, ja, was eingerichtet. Und hier hinten.
hier hinten. Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Ah, es wäre cool gewesen. Ah, kann ich noch. Hier sind zwei Felder Platz. Da kann ein Raumanzug hin. Druckschleuse. Raumanzug. So, da kann ein Raumanzugspind hin. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, Raumanzüge anzuziehen, wenn irgendwas hier hinten bei den Antrieben ist oder sowas. Dann müssen wir nicht erst bis da vorne hinlaufen. Also hier ist dann auch eine Möglichkeit, einen Raumanzug anzuziehen. Und wir könnten hier wahrscheinlich die nächste Druckschleuse hinsetzen, wenn wir wollen. Nee, da brauchen wir noch einen mehr Platz, weil da sollte noch einer zwischen frei sein. Sehr schön. Schiff ist abgebaut. Wir können weiterspringen. Großartig. Dann gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Wir haben innen drin rum neu strukturiert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben mit allen gehandelt. Ich muss jetzt nicht dringend hier noch Sachen auseinanderbauen. Hier ist alles abgegrast. Dann springen wir mal zurück. Okay, deliver können wir nicht. Hier haben wir keine Schilde. Ja. Und hier haben wir auch alles erkundet. Dann springen wir, glaube ich, mal in das nächste System. Das hat auch noch ein Subsystem. Das ist schön. Und ja, so kommen wir dann doch rum. Okay. Ja, jetzt wird jetzt langsam Zeit, dass wir mal Kryostase-Kapseln bauen. Wir halten uns die ganze Zeit mit Pillen über Wasser. Bitte kein Ereignis. Oh, Gott sei Dank. Ein ereignisloser Sprung. Zwei Leute sind ein bisschen krank geworden. Sehr schön. Hier gibt's Wasser. Wir haben noch 5 Sprünge. Wo geht's denn mal hin? Wir erkunden mal. Oh, hier ist Metall. Ja, dann würde ich mal sagen, hier parken wir mal. Hier beuten wir alles aus, was es so gibt. Nicht viel Metall, aber ein bisschen Metall und ein bisschen Erz. Ja, und dann wird das nächste sein, dass ich mir hier mal so ein bisschen überlege, was wir denn hier so hinpacken. Da kommt auf jeden Fall, das mache ich jetzt schon mal, ein Lager hin. So. Und das Lager da oben kann dann langsam mal leergeräumt werden und da können wir dann auch was anderes, was Sinnvolleres hinstellen. Wenn wir die Lager eher hier haben, dann sind die Wege kürzer. Ja, und hier vorne könnte dieser Shuttle Bay hin, dann können wir da noch können wir da noch Dinge abschließen und so weiter und so fort. Das ist ganz schön. Sieht ganz gut aus mit Blöcken. Wir könnten mal wieder ein paar bisschen Energium gebrauchen. Die Leute müssen bewaffnet werden. Wir haben jetzt ein zweites Away-Team am Start. Das ist super. Die sollten jetzt auch langsam alle ihre kugelsicheren Westen anhaben und hoffentlich Sturmgewehre geschnappt. Sieht sehr gut aus. Jetzt bin ich zum ersten Mal so richtig zuversichtlich, weil intern ist hier so ein bisschen aufgeräumt. Wir bauen jetzt hier erstmal noch ein paar Ressourcen ab und dann gucken wir mal, was das nächste Ziel ist. Also dann bauen wir hier die Fertigung schön und dann geht es wahrscheinlich, dass wir uns, ein bisschen mehr Sachen erforschen, aber dann auch mal mit Schiffswaffen ausstatten und ein bisschen anfangen, die bösen Buben zu jagen. Und dann brauchen wir wieder ein Gefängnis. Na, mal gucken. Aber das kommt in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr da wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Erwägt den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr zur Crew gehören wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen oder ihr euch noch ein anderes Video auf meinem Kanal anguckt. Die Sachen Mikroskopie-Streams aus der Charité kann ich sehr empfehlen. Also die sind mir besonders wichtig. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.